Liebe Schkomeback mit noch Ehefrau Sarah Lombardi? Dürfen Fans auf eine Versöhnung des einstigen Traumpaares Sarah Lombardi, 25, und Pietro Lombardi, 25, hoffen? Auf Facebook schrieb der Sänger der Mutter seines Sohnes Alessio, 2, eine liebevolle Nachricht zum Geburtstag. Sarah erhält liebevolle Worte zum Geburtstag. Happy Birthday. Möge Gott dich und unseren Sohn immer beschützen. Dein Pi, schreibt er unter ein Foto von Sarah und Alessio. Eine öffentliche Nachricht, unterzeichnet mit einem solch persönlichen Bekenntnis. Kein Wunder, dass diese Message die Gerüchte um eine mögliche Versöhnung auf den bisherigen Höhepunkt treiben. Sarahs Antwort klingt nicht minder erfolgt für alle Follower sichtbar. Dankeschön. Schade, dass du doch nicht gekommen bist. Nonina hatte sich schon auf dich gefreut, heißt, der Deutschland sucht den Superstar-Gewinner war zwar nicht auf Sarahs Geburtstagsfeier, hatte aber offenbar eine Einladung und wurde von Sarahs Oma vermisst. Ob der öffentliche Nachrichtenaustausch ein Versuch ist, die Fans auf ein Liebeschkomeback einzustimmen? Schon Ende August hatte Sarah bestätigt, dass sich das Verhältnis zwischen ihr und ihrem noch Ehemann seit der Trennung deutlich verbessert habe. Ein schwieriges Jahr geht zu Ende. Die letzten 12 Monate waren nicht leicht für Sarah Lombardi, 25. Die Trennung von Ehemann Pietro Lombardi, 25, und selige Hasskommentare auf ihren Social-Media-Kanälen, das Scheitern ihrer Beziehung zur Jugendliebe Michael. Es ist eine Menge passiert im Leben der Deutschland sucht den Superstar-Zweitplatzierten von 2011. Ein neues Lebensjahr ist eine gute Zeit für einen Neuanfang. Vielleicht sogar mit Pietro Lombardi. Sarah Lombardi sorgt für Spekulationen. Obwohl Pietro ein Liebescomeback mit Sarah mehrmals ausschloss, mehren sich die Zeichen für eine neue Chance für das Paar. Am vergangenen Dienstag, 14. Oktober, veröffentlichte Sarah auf ihrem Instagram-Account ein Gesangsvideo, in dem sie Ich wünschte du könntest das sehen von The Voice-Kandidatin Demi Rompos ins Handy-Mikrofon haucht. Fans spekulieren, ob dahinter eine Nachricht an Pietro steckt. Schuld daran sind die bedeutungsschwangeren Zeilen des Songs, die Sarah für ihre Performance ausgewählt hat. Würdest du mir verzeihen, so wie ich es nie kann? Punkt, Komma, kenn kein Gefühl, das dich jemals vergisst. Da ist nichts, das nicht dein Name ist und all meine großen Tage haben dich alle vermisst. Vielleicht eine geheime Nachricht an ihren noch Ehemann, der sie nach dem Auffliegen der Affäre mit Michael T. verließ? Lange sah es nicht nach einem Happy End für Sarah und Pietro Lombardi aus. Doch knapp ein Jahr nach ihrer Trennung versteht sich das Ex-Paar wieder besser denn je. Mit emotionalen Zeilen sorgt Sarah auf Facebook nun für erneutes Hoffen auf ein Liebeschkomeback bei den Musikern. Pietro Lombardi singt Love Song. Einen Tag später meldet sich auch Pietro in seiner Instagram-Story musikalisch zu Wort, covert den Mega-Hit von James Arthur Huasa You Won't Let Go, zu Deutsch, sag, dass du nicht loslässt.
erste Song ist die Liebeserklärung eines Mannes an seine Traumfrau, mit bis an das Ende seiner Tage zusammenbleiben möchte. Eine Antwort von Pietro auf Sarah? Oder doch nur Zufall? Allerlei Fragen, auf die Lombardis im Laufe der nächsten Wochen vielleicht Antworten geben werden. Pro Lombardi spricht Klartext. Er ist seit der Trennung von Sarah Lombardi noch immer Single, sie wieder vergeben, zumindest noch. Zwischen er und Jugendliebe Michael T. soll es mittlerweile kriseln, sogar von einer Trennung ist die Rede. Ein Chaos, was Pietro nicht nachvollziehen kann. Der 25-Jährige über die Beziehung seiner Ex denkt, sehen Sie im Video.